Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man nachträglich entweder eine 12-Volt Steckdose oder eine USB-Ladesteckdose in den PKW nachrüsten kann. Das Problem bei vielen PKWs, wir haben von diesen Steckdosen entweder viel zu wenige oder wir besitzen ganz und gar nur einen Zigarettenanzünder. Ich in meinem Fall möchte aber auch Strom in meinem Kofferraum haben, weil ich eventuell mal eine Kühltasche mit anschließen will oder andere Geräte. Ihr geht hier nun bitte folgendermaßen vor. Als erstes suchen wir uns geeignete Steckdosen und bestellen uns diese Steckdosen. Die gibt es in vielen Ausführungen. Ich nehme meistens hier diese Steckdosen, die eigentlich für Motorräder gedacht sind. Vorteil bei diesen Steckdosen, sie haben Abdeckungen, das heißt, ich kann sie schließen und sie sind sogar wasserdicht, was ich eigentlich nicht benötige. Ich habe hier eine Steckdose gekauft mit zwei Elementen, das heißt einmal ein USB-Ladegerät und einmal eine 12-Volt-Steckdose. Vorteil von diesem System, diese kann ich demontieren, den Rahmen oben benötige ich nicht, den könnt ihr allerdings auch verwenden. Wenn eure Steckdosen nicht fest genug sitzen, könnt ihr ihn als Verstärkung mit einschrauben. Ich verwende ihn nicht. Ich habe mir die Steckdosen demontiert und habe sie aus dem Rahmen entnommen und kann sie einzeln nun so verbauen. Bevor ich die Steckdose verbaue, schaue ich mich im PKW um und suche mir eine geeignete Stelle, an die ich schnell rankomme und wo die Steckdose ausreichend Halt hat. Ich habe mich hier für diesen Innenrahmen entschieden. In dem Fenster hier unter dieser Abdeckung habe ich sehr viel Platz. Diese Abdeckung ist stabil genug. Hier kann ich eine Steckdose problemlos installieren. Als erstes setzen wir nun unsere Steckdose oder wir bohren ein Loch für diese Steckdose. Um die Steckdose nun einbohren zu können, messen wir erstmal die Steckdose an sich. Wir messen den Durchmesser des Lochs. Wir ermitteln hier 29 mm, wir können aber auch im schlimmsten Fall 30 mm bohren, da haben wir etwas mehr Spiel. Da man mit normalen Bohrern solche Durchmesser nicht gefahrlos bohren kann, nehme ich hier diese Stufenbohrer. Diese sind relativ billig im Internet zu erhalten. Hier habe ich einen Stufenbohrer, der geht bis 32 mm, ist also perfekt dafür geeignet. Noch ein Vorteil, wir haben die Maße an dem Stufenbohrer angeschrieben, das heißt 28 und 30 mm. Wir sehen, wie diese eingetaucht hat und wissen damit genau, dass wir die Lochgröße erreicht haben. Bevor wir nun hier einbohren, schauen wir uns nochmal die Umgebung genau an und wir schauen auch, dass hier drunter genug Luft ist, dass wir mit dem Bohrer auch tief genug eintauchen können. Wäre das nämlich nicht der Fall, könnten wir die Karosserie beschädigen, eventuell Kabel beschädigen oder andere Fahrzeugelektronikteile beschädigen. Sorgt also dafür, dass hier ausreichend Platz für euren Stufenbohrer ist. Ist das der Fall, zeichnet ihr euch euer Loch auf. Dazu nehmt ihr euch einfach eure Steckdose, haltet sie dementsprechend an die Stelle, wo ihr sie haben möchtet und markiert euch den Mittelpunkt der Bohrung. Achtet auch darauf, dass in dem Bohrloch genug Platz ist, dass ihr hier diese Befestigungsschraube dann auf der Steckdose anbringen könnt. Damit müsst ihr nämlich die Steckdose festschrauben und das geht nur, wenn diese Schraube noch beweglich ist. Und damit ist die Bohrarbeit, die schlimmste Arbeit, eigentlich schon erledigt. Im nächsten Zuge suchen wir unsere Sicherungskästen im Auto. Davon haben wir meistens mehrere. Ich habe hier bei dem Auto einen Vorteil. Die Batterie ist im Auto und der Hauptsicherungskasten befindet sich unter der Beifahrerseite. Ihr müsst aber mal schauen, wo das bei eurem Fahrzeug der Fall ist. Ich öffne den Batterie- und den Sicherungsraum und sehe nun alle Sicherungen vor mir. Ich in meinem Fall habe jetzt vor, meine 12-Volt-Steckdose nur mit Strom zu versorgen, wenn meine Zündung eingeschaltet ist. Hat den Vorteil, schalte ich die Zündung aus, sind auch alle daran geschlossenen Geräte abgeschaltet und ich sauge mir nicht meine Batterie leer. Um das zu erzielen, gehe ich folgendermaßen vor. Wir sehen hier alle vorhandenen Sicherungen im PKW. Wir nehmen uns unseren Guide, das heißt unsere Beschreibung, welche Sicherung wofür zuständig ist und suchen uns eine Sicherung für nicht so wichtige Teile, zum Beispiel Innenraumbeleuchtung, PKW-Radio oder der schon vorhandene Zigarettenanzünder. In meinem Fall habe ich Glück, das wäre hier die Sicherung Nummer 12, das heißt hier die 30er. Diese entnehme ich. Habe ich die Sicherung entnommen, nehme ich ein Messwerkzeug und ermittle, ob jetzt auf den beiden Kontakten noch Strom ist. Wir haben in diesem Fall keinerlei Strom, weil wir die Zündung nicht eingeschaltet haben. Das ist genau der Effekt, den ich haben möchte. Im nächsten Schritt empfehle ich euch diese Systeme hier. Diese gibt es von verschiedenen Herstellern. Der Vorteil dieses Systems ist, wir können ohne Arbeit, ohne große Schwierigkeiten Strom aus unseren Sicherungskasten herausnehmen. Das heißt, wir haben hier einen sicherungsähnlichen Anschluss und hier oben zwei Steckplätze
für Sicherungen. Der eine Steckplatz ist für die Originalsicherung im Fahrzeug gedacht. Diese Sicherung ist natürlich da, eure standardtechnischen Geräte, die schon vorher im Fahrzeug sind, abzusichern. Der zweite Steckplatz ist für diesen einen Anschluss da. Das heißt, ihr könnt hier eine zweite Sicherung aufbringen und könnt somit den zweiten Steckplatz absichern und habt hiermit jetzt einen weiteren Ausgang für einen zusätzlichen Anschluss, für einen zusätzlichen Verbraucher, wie wir ihn jetzt hier anschließen wollen. In den ersten Board der Sicherung steckt ihr bitte die Originalsicherung aus eurem PKW ein. Das wäre in meinem Fall die 30 Ampere für die Bordsysteme. In den zweiten Port steckt ihr die Sicherung für das System ein, was ihr hier anschließen wollt. Das Einstecken der Sicherung geht wie bei jeder anderen Sicherung. Wir schieben sie einfach hier hinein und schon ist das System einsatzbereit. Für den Einbau empfehle ich euch aber, diese Sicherung erstmal zu entnehmen. Als nächstes benötigen wir ein Stromkabel. Das heißt ein Stromkabel, was den Strom nun zu unserer 12 Volt Steckdose bringt. Ich habe hier ein zweiadriges Kabel und zwar mit einem Querschnitt 2,5 mm. Ich verlege nur 2,5 mm im PKW, da das meiner Meinung nach am sichersten ist. Und so Kabel ist auch sehr billig. Hier braucht man nicht zu dünnes Kabel zu nehmen. Noch ein Vorteil des Kabels, wir haben hier zwei Adern, benötigen aber nur eine. Wir können also diese beiden Adern auftrennen und haben die doppelte Menge an Kabel. Das so vorbereitete Elektrokabel verlegen wir nun durch den Boden, durch den Himmel oder durch irgendwelche Fußleisten bis zu unserem Verbraucher, bis zu unserer 12-Volt-Steckdose. Achtet bitte darauf, dieses Kabel gut zu befestigen. Achtet darauf, dass es sich nirgendwo kaputt scheuert. Achtet auch darauf, dass es im ganzen Zustand und ohne Spannung bei eurem Endverbraucher ankommt. Mit meinem Kabel bin ich nun am Zielort angekommen. Noch ein kleiner Hinweis, habt ihr im Fahrzeug Sidepacks verbaut, geht bitte nicht durch den Fahrzeughimmel und behindert bitte nicht eure Seitenairbags mit dem Kabel. Versucht dieses zu umgehen und geht durch den Fahrzeugboden. Wir sehen jetzt hier, ich habe hier nur eine Ader, das heißt der Pluspol, den habe ich jetzt vorne von meiner Sicherung hergeführt. Jetzt brauchen wir aber auch noch einen Minuspol. Dafür nehmen wir ein weiteres Stück Kabel, macht es ausreichend lang und wir setzen an das eine Ende des Kabels einen Schuh, und zwar einen Aufnahmeschuh, den wir unter eine Schraube bringen können. Das zwicke ich jetzt hier auf und so sieht das Endergebnis aus. Jetzt suche ich mir am Fahrzeug eine blanke Stelle, an der ich eine Schraube vorfinde. Diese Stelle wäre ideal, weil hier schon Elektroinstallationen angebracht wurden. Diese Schraube löse ich. Da ich einen offenen Schuh verwendet habe, kann ich nun diesen Schuh einfach hier beistecken und die Schraube wieder anziehen. Somit habe ich meinen Minuspol gewährleistet und kann diesen nun auch hoch zu meinem neuen Anschluss führen. Hier oben angekommen ist es nun für uns extrem wichtig, Plus und Minus nicht mehr zu vertauschen. Das können wir dann zwar nochmal herausmessen, aber damit ich hier keinen Fehler mache, gehe ich folgendermaßen vor. Um das Pluspolkabel mache ich einfach einen roten Kabelbinder. Um das Minuspolkabel einen schwarzen Kabelbinder. Ihr könnt das Kabel auch gerne mit anderen Mitteln markieren, wie zum Beispiel Isolierband. Im nächsten Schritt nehme ich Schrumpfschlauch, stecke es auf meine Kabel für die Isolation, nehme nun meine Kabelschuhe, stecke die auf die vorher abgesetzten Kabelenden und verpresse diese. Achtet bitte darauf, dass keine Ader daneben geht. Das könnte einen Kurzschluss verursachen. Und dann verpressen wir auch unsere zweite Verbindung. Nun schieben wir unsere Schrumpfschläuche über. Und jetzt schrumpfen wir den Schrumpfschlauch ein, indem wir eine Hitzequelle verwenden. Ich benutze hier diesen kleinen Brenner. Und nun haben wir unsere Anschlüsse isoliert. Kommen wir nun zu unserem 12-Volt-Anschluss. Dieser hat eine Überwurfmutter. Diese Überwurfmutter muss bitte zuerst über die Kabel. Deswegen ziehe ich die Kabel hier nochmal durch das Loch zurück und schiebe die Überwurfmutter über diese zwei Kabel. Bitte macht das auf jeden Fall als erstes, sonst müsst ihr alles wieder demontieren. Jetzt stecken wir unsere beiden Kabel wieder durch unsere Bohrung und schließen diese an unserer 12-Volt-Steckdose an. Ich zeige euch mal die 12-Volt-Steckdose von hinten. Wir sehen, sie hat eine Plus- sowie eine Minus-Markierung. Wir haben vorhin unser Kabel markiert. Schwarz war Minus und das bringen wir auch an Minus an. Plus war Rot und das bringen wir an Plus an. Somit haben wir unsere Steckdose angeschlossen. Jetzt führen wir unsere Steckdose in die Bohrung ein und können nun hier an dieser Stelle unsere Überwurfmutter aufschrauben. Bevor ihr nun eure Überwurfmutter festzieht, richtet ihr bitte eure Steckdose sauber aus, sodass sie genau so steht, wie ihr es möchtet, und zieht die Überwurfmutter fest. Und nun haben wir unsere Steckdose befestigt und sie ist eigentlich im Prinzip schon einsatzbereit. Das überflüssige Kabel, was jetzt hier noch rumhängt, verbaut ihr bitte sauber in eurer Karosserie, das heißt, ihr nehmt Kabelbinder und befestigt es sauber
am Rahmen oder an anderen Kabeln. Kommen wir nun wieder zu unserem Sicherungskasten. Wir haben hier noch unseren Adapter von vorhin. Auch hier bringen wir bitte wieder im Vorfeld einen Schrumpfschlauch auf. Nun habe ich hier meine Pluspolader, die zu meinem 12-Volt-Abnehmer oder zu meiner 12-Volt-Steckdose geht. Diese setze ich ab. Unser Sicherungshalter ist mit einem Stoßverbinder ausgerüstet. Den schieben wir hier auf. Achtet auch hier bitte darauf, dass keine Ader daneben liegt. Haben wir ihn aufgeschoben, verpressen wir ihn und schieben den Schrumpfschlauch auf. Auch diesen Schrumpfschlauch erhitzen wir wieder leicht. Und somit haben wir unsere Arbeit sauber isoliert. Jetzt können wir unseren Sicherungshalter bestücken. Jetzt nehmen wir diesen Halter und führen ihn an dieser Position ein, wo früher die Sicherung saß. Das ist in meinem Fall die Position Nummer 12. Ein wichtiger Punkt, der Halter kann links wie rechts eingesteckt werden. Das heißt, ihr habt hier keine Probleme. Wenn ihr irgendwie mit dem Kabel nicht klarkommt, könnt ihr ihn andersherum verbauen. Wir haben den Halter eingebracht, verlegen unser Kabel sauber. Bitte macht ihr das Kabel nicht zu kurz oder nicht zu stramm. Solltet ihr nämlich aus irgendeinem Grund an die anderen Sicherungen kommen müssen, müsst ihr den Halter herausziehen. Das heißt, dafür braucht ihr dann noch ausreichend Kabel. Das fertige Endergebnis schaut nun so aus. Noch ein kleiner Zusatztipp. Habt ihr noch mehr Sicherungsplätze frei und diese sind auch belegt, kann es sein, dass auch andere Sicherungsplätze noch von der Zündung mitgeschaltet werden. Somit müsst ihr nicht einen vorhandenen Platz opfern. Das heißt, ihr könntet auch dann eventuell andere Plätze nehmen. Wollt ihr sowieso nicht die Schaltbarkeit über Zündung mitnehmen, könnt ihr dann auch andere Sicherungsplätze verwenden, weil hier sind noch viele Sicherungsplätze frei, die nicht über die Zündung geschaltet werden. Haben wir nun alles angeschlossen, schalten wir die Zündung ein. Begeben uns zu unserer 12-Volt-Steckdose und hier eine wichtige Grundregel. Der Außenrahmen der 12-Volt-Steckdose hat Minus und innen drin der Kontaktpunkt hat Plus. Dieses überprüfen wir einfach. Ich stecke mein Messgerät in die 12-Volt-Steckdose hinein und berühre den Außenrand. Und wir sehen, wir haben einen Ausschlag und wir sehen auch, es ist korrekt angeschlossen, denn Plus ist hier diese Spitze, leuchtet auf Plus und Minus ist die Wandung. Kommen wir als nächstes noch zum Härtetest. Das heißt, hier ist meine Coolbox, meine Kühlbox, die ich verwenden will. Diese stecke ich jetzt hier einfach ein. Und wir hören es am Geräusch. Alles funktioniert. Meine Kühlbox kann nun auch im Kofferraum angeschlossen werden. So, und damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Der Arbeitsaufwand ist für mich hier schlecht abschätzbar. In meinem Fall hat das alles nur eine halbe Stunde gedauert. Das hängt aber davon ab, wie zugänglich zum Beispiel euer Sicherungskasten ist und wie schnell ihr hier drin die Kabel verlegen könnt. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, abonniert einfach hier diesen Kanal oder einen meiner anderen Kanäle. Einige weiteren Videos habe ich euch hier unten in den Anmerkungen verlinkt. Ihr könnt aber wie gesagt einfach auch einen meiner Kanäle besuchen und dort einfach mal schauen, was ich hochgeladen habe. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.